Apple muss sparen. Der Experte Ming-Chi Kuo gilt weltweit als bestinformierter Insider in Sachen Apple-Technik. Und er kündigt jetzt an, beim iPhone 12 werden Teile fehlen, die bisher als absolut selbstverständlich galten, weil der Megakonzern sparen muss. Angeblich liegen dem kommenden Smartphone von Apple kein Ladekabel und auch keine Headphones mehr bei. Zu teuer für den Hersteller. Laut des Insiders will Apple die Mehrkosten ausgleichen, die durch die Integration von 5G in die neuen Telefone entstehen. Gleichzeitig könnte das Einsparen auch die Verkäufe der AirPod-Kopfhörer ankurbeln. Der Verlierer bei der Sparaktion? Der Kunde. Das aktuelle 18-Watt-Netzteil und EarPods mit Lightning-Anschluss kosten im Apple Store nämlich stolze 74 Euro zusammen. Geld, das der Käufer beim iPhone 12 dann zusätzlich ausgeben müsste.